Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist wieder Donnerstag, bedeutet es gibt die neuesten News der deutschen oder die neuesten Kader-News der deutschen Eishockey-Liga. Es ist ja nicht so viel passiert, aber bei vielen Teams relativ viel, muss man sagen. Wir gehen auch direkt rein, würde ich sagen. Die Düsseldorfer EG, da gehen Nico Geithner, Kon Olszewski, Adam Paper, Steffen McAuley beendet seine Karriere und Thomas Dulac, da haben sich sehr viele gefreut. Der verlässt auch die Düsseldorfer EG. Dafür bleibt Jakub Borzecki, der Youngster. Konnte man einen sehr, sehr guten halten, der sich vielleicht mal ein Stück mehr entwickeln könnte dieses Jahr. Mal schauen, aber sehr interessant. Aber bei ein paar Spielern sind viele Fans traurig, sagen wir es so, kann man aber auch verstehen. Ja, das nächste Team, die Iserlohn Roosters, die holen sich einen Vizemeisterspieler, Jack Virtanen wechselt nach Iserlohn, 36 Spiele, 6 Tore, 50 Vorlagen. Lukas Jung, der verlässt die Iserlohner und Nilek bleibt sozusagen. Ja, er war eher in der Oberliga aktiv. Ja, also mit Jack Virtanen hat man einen guten Spieler geholt. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Und halt auch mit Nilek. Mal schauen. Die Augsburger Panther. Da sind 3 Spieler gegangen. Matt Pampel nach Schwenningen. Mirko Sacher wechselt auch. Und Niklas Länger wechselt nach Weiden. Dafür bleibt Hakulainen. Big News in Augsburg. Hakulainen, der Topscorer, bleibt bei den Augsburger Panthers sehr interessant. Sehr, sehr gut. Auch von Augsburg, dass man ihn halten konnte. Ist natürlich sehr, sehr krass. Straubing. Da ist auch relativ viel passiert. Ich denke mal, wir fangen erstmal mit der schlechten Nachricht an. Hander Miska geht. Ja, ist nicht mehr im Kader der Straubing Tigers. Dafür kommt McKenzie aus Bremerhaven. 34 Spiele, 11 Tore, 5 Vorlagen und Justin Scott bleibt. 52 Spiele, 14 Tore und 25 Vorlagen. Sehr, sehr gut, dass man ihn halten konnte. Super. Dann die Schwenninger White Wings. Da kommt Pampel von den Augsburger Panthers. Sehr interessanter Transfer. Ich denke, da machst du nichts falsch damit. Deswegen sehr, sehr guter Transfer von Schwenningen und das ist alles sehr überlegt, was Schwenningen hier abliefert, finde ich. Dann die Ingolstädter. Philipp Breto kommt von den Fischtown Pinguinen. 47 Spiele, 1 Tor, 6 Vorlagen. Sehr interessant. Konnte sich vielleicht nicht ganz durchsetzen in Bremerhaven. Und deswegen geht er nach Ingolstadt. Und in Ingolstadt muss ich sagen, da tut sich auch sehr, sehr viel. Also sehr interessant. Dann die Eisbären Berlin, da kommt Gabriel von Stand, 36 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen, ist ein Center und ja, von den Scoren natürlich nicht übertrieben krass, aber bestimmt ein sehr interessanter Spieler. Da sind wir mal alle gespannt, wie es da wird. Ja, und dann die Nürnberg Ice Tigers, Will Quaver kommt. 58 Spiele, 6 Tore, 15 Vorlagen. Auch hier sehr, ja, von den Scoren nicht allzu krass. Aber, ja, sind wir mal gespannt, wie es da abgeht in Nürnberg. Für mich Transfer der Woche sehr schwer zu sagen. Aber ich denke mal, Hakulainen, dass er in Augsburg bleibt. Schreibt doch gerne rein, wer für euch der Transfer der Woche ist. Oder ob es ein Justin Scott oder Pampel ist. Dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Geht gerne auf unseren Kanal, stimmt gerne dann am Freitag ab oder schreibt auch gerne rein, welches Team als nächstes den Saisonrückblick bekommen soll. Dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.